Hallo und herzlich willkommen zum dritten Teil unseres Angezockt Occupy Mars, The Game, in dem Fall die Demo. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Ich hatte in der letzten Folge hier rumprobiert und gemacht. Nee, wir müssen das nicht. Guckt mal dahin. Wir müssen ausladen, nicht den Container wegnehmen. Der Container, das ist eine ganz andere Geschichte. So, und ausladen, das wurde uns ja im Tutorial gezeigt, dass wir das von hier vorne machen. So, und jetzt lädt er aus. Das wird hier hinten in den Schredder reingekippt. Und gut ist gewesen. Ich musste das übrigens nochmal wieder neu starten und nochmal bis hierher neu spielen, aus dem ganz einfachen Grunde, weil ich die dritte Folge nehme ich jetzt im Grunde das zweite Mal auf. Ich hatte hin und her probiert und gemacht und getan und nichts hat richtig funktioniert. Bis mir dann die Idee kam, das zu machen, aber dann war es zu spät, dann war ich nämlich wegen Übermüdung gestorben. So, jetzt sollen wir eine Batterie bauen. Und dafür brauchen wir das. Und zwar Printing, genau. Und jetzt gucken wir mal, wo wir hier die Batterie finden. Elektronik, Big Cable und so weiter. Da oben, das ist alles noch ausgegraut. Das sind alles ein Batteriepack hier, genau. Und da sollen wir eine von bauen. Und jetzt zeigt er mir wieder, dass er das ja in seinem hat und wir das dann zu uns rüber. Und dann über Tab oder rechte Maustaste kommen wir ins Baumenü und können das dann bauen. Jawohl. Und wie wir sehen, es wird alles, was wir dafür brauchen, wird jetzt hergestellt. So, und das mit dem Trailer hier, das war ganz einfach. Wir können die hier einlagern. Das ist alles. Ja, wir können hier unten noch einen Container reinpacken und wenn das ein Lagercontainer ist, dann können wir den auch noch vollpacken und dann können wir die Sachen, die wir jetzt hergestellt haben und nicht zwangsläufig brauchen, die können wir da auch. Okay, das können wir mal so. Genau. Ja. Dann haben wir das. Den lassen wir erstmal hier stehen, denn ich glaube, den brauchen wir erstmal nicht mehr. Und ja, auf dem Mars sind wir leichter und wir können da runterspringen. Das wusste ich auch nicht. Was ich aber gerade sehe, ist, dass unser Sauerstoff so langsam ausgeht. Wo bauen wir die Batterie hin? Am besten hier so parallel irgendwie dazu, ne? Oder? Ja. Sauerstoff wird wenig. Genau, Inventar. So, da haben wir Sauerstoff. Und dann direkt auf Bild. Und das dürfte Elektronik sein, Batteriepack. Jawohl. Und das bauen wir da ein. Theoretisch könnten wir jetzt mehrere bauen. So, wie machen wir? Blowtorch. Welche ist das? Die 2, denke ich mal, ne? Jawohl. So.
Findest du Tablet? Bis Geothermal Data. Okay. Charge Heavy Rover und so weiter. So, das heißt, wir sollen da rein. Mine Rocks, ja, und so weiter. Sollen wir alles machen? Wir kümmern uns jetzt aber erstmal hier drum. Also, wichtig ist, dieses Tablet zu finden. So, ja, in der dritten Version, die ich schon mal aufgenommen habe, wo dann alles schiefgelaufen ist, da habe ich dann auch hier drauf hin und her geklickt und gemacht und getan. Und nichts hat funktioniert. Aber ich bin nicht drauf gekommen, dass man das hier machen kann. So, wir sollen jetzt mit dem Saat-Tool Saat pflanzen, also säen. So, und dann sollen wir hier das managen. Und irgendwann können wir dann das was repotten oder so ähnlich. Scanner. Ah, ich weiß nicht, wo es hierher geht. Da geht es auf jeden Fall nach oben. Und wieso ist Sauerstoff schon wieder so niedrig? So, das Saat-Tool dürfte hier die 1 sein, ne? Nein, das ist es nicht. Dann ist es vielleicht die 4. Ja. Okay. So, das Tablet. Hier können wir irgendwas öffnen. Nein, das ist das Teil. Wir hätten das nicht hier. Das können wir jetzt alles wieder rauszupfen, weil das ist hier falsch. So, jetzt machen wir das nochmal. Das ist irgendein Tool, wo wir untersuchen können mit. Also 2 ist das Bautool, 3 ist Bergbautool, 5 ist das zum Abreißen. Ja, wir versuchen es nochmal mit der 4. Genau.
So, ich habe ihm jetzt gesagt, dass er hier den Sauerstofftank füllen soll. Okay. Das Tablet finden. Das ist der Eingang. Dann gucken wir mal. Hier könnten wir schlafen. Was? Hungerwarnung. Ach ja, dann essen wir doch mal was. Das hatten wir ja noch nicht gemacht. So, Sauerstoff füllen wir auch mal wieder auf. Ich glaube, unser Sauerstoff ist ausreichend. Das scheint sowas wie eine Kapsel zu sein, kann aber auch sein, dass es, weiß ich nicht. So, dann gucken wir mal hier rein. Was das ist? Ein Waschbecken. Das sieht aus wie eine Waschmaschine. Eine Dusche, Toilette. Okay, das ist also Waschraum. Waschraum und Schlafraum. Und da ist aber auch noch nichts. Also da ist Schlafraum, da ist Waschraum. Hier haben wir unser Labor mit allem Möglichen. Was? Schlafen sollen wir? Okay, dann gehen wir erstmal schlafen. Bis 6 Uhr ist in Ordnung. Was? Zu wenig Wasser. Jawohl. Und auch das haben wir geschafft. Ja, das ist das Ding da hinten. Genau. So, wir sind hier. Es ist kalt. Finde Tablet. So, was haben wir denn hier Schönes?
Energie. Ja, die beiden sind halt noch nicht. Aber hier. Ich weiß nicht, ob das jetzt richtig ist, was ich hier mache. Ich habe keine Ahnung. So. Aha. Jetzt probiere ich das doch mal mit den so. Machen wir mal wieder zu. Gut, dann gucken wir mal, was hier oben ist. Denn hier ist ja noch eine Etage. Da können wir rausgucken. Sehr schön. Was haben wir hier? Auch wieder nur ein Bett. Nein. Wir wollen jetzt nicht schlafen. So, find the tablet with geothermal data. Was? Oxygen. Zehn. So, Elektrik sollen wir dann ans Gebäude bringen. Gut, dann gehen wir mal raus, gucken mal. So, das ist die Schlafkabine. Müssen wir mal gucken, wie wir hier Strom rankriegen. Wasser geht daran und Sauerstoff. Das ist Wasser. So, da haben wir noch einen frei. Jetzt machen wir das. Wie war das? Ah, Kabel. Dahin.
Connect. Und das andere Ende nehmen wir. Dahin. Dann lädt er mich schon mal auf. Was ist das? So, jetzt habe ich das einfach mal aufgeteilt. Wasserproduktion, genau. So, da müsste ja auch irgendwo ein Screen sein. Nein, ist es nicht. Okay. Dann müssen wir mal gucken, wir brauchen ja auch noch Sauerstoff, ne? Ressourcen. Solarpanel. Da hätten wir genug für. Und ein Medium. Hätten wir auch genug für. Dafür haben wir nicht genug. Jetzt ist die Frage, können wir hier noch welche ranhängen? Nein, können wir nicht. Das heißt, wir brauchen einen zweiten. Und wenn ich das richtig sehe, können wir hier im Grunde eine Verbindung zu einem zweiten machen. Oh nee, bitte keinen Sandsturm. Das können wir nun gar nicht gebrauchen. So, nochmal. Ein Transformer. Dafür brauchen wir eine Glasplatte und viermal Aluminium. So, hier sind wir erstmal in Sicherheit hier drin. Ich hoffe, das dauert nicht zu lange. Aber wir sind am Ende dieser Folge. Schön, dass ihr da wart. Mich würde es freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Lasst einen Daumen da, einen Kommentar. Vergesst das Abo nicht. Bis dann. Tschüss.